Am Filmset von Alec Baldwin passiert eine schreckliche Tragödie. Der Schauspieler steht schon seit seinem 22. Lebensjahr vor der Kamera und wirkt in den vergangenen Jahren an zahlreichen Produktionen wie 30 Rock oder A Star Is Born mit. Doch am Donnerstag ereignet sich während der Dreharbeiten zum Westernstreifen Rust ein schrecklicher Vorfall. Am Set geschieht dem 63-Jährigen ein tragisches Missgeschick. Eine Requisitenwaffe zündet fehl. Und der gebürtige US-Amerikaner erschießt dabei aus Versehen ein Mitglied der Filmcrew. Bei dem Opfer handelt es sich um die Kamerafrau Helena Hutchins. Nach dem Unfall kommt sie sofort ins Krankenhaus. Doch leider kommt alle Hilfe für sie zu spät. Frau Hutchins wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus der University of New Mexico gebracht, wo sie vom medizinischen Personal für tot erklärt wurde, heißt es in einem offiziellen Statement der zuständigen Polizeibehörde. Auch der Regisseur Joel Souza verletzt sich bei dem Vorfall. Die Kugel trifft ihn und man bringt ihn ebenfalls sofort in eine Klinik. Der 48-Jährige verletzt sich zum Glück nur leicht. Und die Ärzte entlassen ihn kurz darauf wieder. Die Produktion selbst reagiert auf den Unfall total geschockt. Die gesamte Besetzung und die Crew sind von der Tragödie zutiefst erschüttert und wir sprechen Helenas Familie und ihren Angehörigen unser tief empfundenes Beileid aus, erklärt ein Sprecher von Rust Movies Productions LLC. Die Filmemacher stellen die Dreharbeiten sofort ein. Wir haben die Produktion auf unbestimmte Zeit gestoppt und kooperieren voll und ganz mit den Ermittlungen des Santa Fe Police Departments, berichtet der Pressesprecher. Kurz vor dem Unglück telefoniert der Pixie-Darsteller sogar noch mit seiner Ehefrau Hilaria, die während des Drehs auf die gemeinsamen Kids aufpasst. Die Unternehmerin veröffentlicht im Netz einen Screenshot des Calls. Auf dem Bild fährt der siebenfache Vater offenbar gerade zum Set. Er wirkt etwas müde auf dem Foto. Doch seine Liebste freut sich offenbar über die Sonnenstrahlen, die auf der Aufnahme zu sehen sind. Die Zeugenbefragungen und Ermittlungen sind derzeit jedenfalls noch in vollem Gange. Alec selbst äußert sich bislang nicht zu den Vorfällen. Kurz zuvor postet er aber auf seinem Instagram-Kanal noch ein Foto vom Set, auf dem er ein typisches Western-Outfit trägt. Wenige Stunden später löscht der Emmy-Preisträger das Posting aber wieder. Auch nach der Tragödie tauchen Aufnahmen von ihm auf, die ihn total aufgelöst vor der Polizeistation zeigen. Auf den Bildern telefoniert der Hollywood-Star und wirkt dabei total niedergeschlagen. Mit wem er spricht, ist bislang aber nicht bekannt. Die Promi-Flash-Leser sind ebenfalls total geschockt von der Tragödie. Unter einem Beitrag auf Instagram drücken die User ihre Trauer aus. Tragisch, auch für Baldwin. Er wird auch seines Lebens nicht mehr froh, schreibt ein Fan. So eine schreckliche Tragödie. Sein Leben ist auch irgendwo vorbei. Und, oh Mann, der Arme, will nicht wissen, wie er sich jetzt fühlt, lauten zwei weitere Reaktionen. Sicherlich müssen alle Beteiligten, einschließlich Alec, die Geschehnisse nun erst einmal verarbeiten.